Okay, so, ich habe mir jetzt so eine dumme Sache ausgedacht, nämlich, ich nehme jetzt mal ein Spiel als Überlebender auf und ich spiele aber diesmal hier mit, Headmaster, seht ihr, und zwei seiner Freunde. Hat der bestimmt Discordance? Ich glaube, ich geh hier hin, damit ich Discordance auslöse, weil es eine Legion ist. Legion. Nervig. Ihr seht oben links hier der kleine Rückwärtspfeil zeigt an, dass die Verbindung jetzt nicht gerade die beste ist. Das liegt daran, dass wir einfach so weit voneinander entfernt sind. Geografisch nehme ich mal an. Ich fand's lustig. Also, gedacht, ich könnte es ja mal. Das ist nicht gut. Nervig. Als Hase. Mensch. Erdfülling Thermos. Und noch drei andere Perks, die ich noch nicht. Die ich noch nicht weiß, welche sie sind. Was Richtung Haus gegangen? Wir haben hier ein Gen gemacht, hier hinten und hier. Oh. Okay. Er geht schon wieder. Dachte, er würde jetzt zu mir rennen. Er hat den Gen gehoppt. Oder was, Search? Shit. Er ist hier hinten down gegangen. Das ist nicht gut, weil ich hier in der Nähe bin. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Erstmal weg. Ja, ich gehe erstmal weg. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Das ist gut. Leider habe ich nicht eiserne Wille oder sowas. Was ich ganz gern gehabt hätte. Ach, ich muss mal gucken, dass ich vielleicht ein Totem finde. Und ich innere Stärke aktivieren kann. Das ist ein Perk, wo ich ein Totem glänzen kann und dann dadurch mich heilen kann. Ja, theoretisch. Nämlich heilen, ihr seid gerade zu zweit. Sehr schön. Okay. Gucken, ob ich irgendwie mal irgendwas finde. Hier war ein Gen an, hier war einer an. Da hinten ist einer an, das heißt.
Okay, ich lasse mich einfach hinten. Ist gut. Okay, dann. Shit. Im Übrigen, wir sind jetzt alle in der Vierergruppe. Ja. Das ist ein bisschen lästig. Die ganze Zeit, wenn man gehittet wird, die ganze Zeit muss man menden. Legion halt. Ich würde ganz gerne mal einen Totem finden, Mann. Das ist mein Problem mit innerer Stärke. Ich mag den Perk. Aber wie soll ich irgendwie jemals irgendwie mich heilen, wenn ich einfach kein Totem finde? Ich gehe jetzt einfach nach oben und hatte der Gen lief's auch schon, ich bin doch dumm. Wo sind die anderen beiden? Oben ist einer. Versuch Cat Master zu retten. Sind so blöde. Ist die Gegend leider. Oh, shit. Wo ist der andere? Sind. Ich muss gleich sofort wieder einen Hit einstecken. Okay, ich guck nochmal, ob ich irgendwo anders noch einen Gen finde. Muss vielleicht noch irgendeiner links im Feld sein oder so. Ich meine, da ist einer da oben. Mir klar. Ah ja, da hinten ist einer. Hier ist einer und hier oben ist einer und irgendwo muss noch einer fehlen, an den ich gerade nicht gedacht habe. Vielleicht kann ich es schaffen. Das war gut. Warte. Oh, ich dachte, er hat verfolgt. Hat er nicht? Okay. Shit. Schade. Ah, das sind die drei Gens, die wir haben. Die sind nicht gut. Nicht. Oh fuck. Andere Gen. Andere Dings ist da hinten. Ah, shit. Shit. Headmaster ist tot. Machen wir jetzt. Shit. Zu weit weg. Thank you.
Shit! Okay. Okay. Ah, jetzt im Keller. Nee. Nee, nee, rennt lieber raus. Rennt lieber raus. Ich glaube, es wäre Wahnsinn, mich zu versuchen, mich zu holen. Oh Gott. Er oder sie versucht's. Oh Gott. Oh Gott. Shit. Das hättest du nicht machen sollen, Cäsar. Das war ein ehrenvoller Versuch, aber. Ja. Ich glaube nicht, dass das geht. Ah, shit. Es war ein netter Versuch. Hat trotzdem Spaß gemacht, das Spiel. Und ich habe meinen einen Haken eigentlich sabotiert, ja. Okay. Herausforderung geschafft. Das war das Wichtigste. Oh, Level 2 Killer. F. Went. Nee. Ja. Ja. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Diesmal als Überlebender. Und ich nehme diesmal als Überlebende auf, weil, ja, keine Ahnung, ich finde, das ist schon so eine kleine Besonderheit. Ich meine, ich spiele mit einem Smite zusammen. Als Zuschauer in seinem Twitch-Stream, Headmaster. Und, ja. Ich habe den quasi letzten freien Platz bekommen, weil er so nett war. Gesagt hat, ja, kannst ruhig mitspielen. Quasi. Das Ding ist, ich bin nicht mit den dreien in Kommunikation. Also, ja. Könnte lustig werden. Fuck ist es. Geist. Hat er mich nicht gesehen? Dieser Geist ist komisch. Verdammte Maus. Okay. Muss ein bisschen mehr aufpassen, da ich kalte Rückenschauer nicht dabei habe. Einer ist down gegangen. Und ich bin dann am Gen. Und hier ist Lady Lancaster, also Dead White bei mir. Okay. Ich hoffe, Headmaster kann. Oh shit, Headmaster kann nicht. Bring den Gen. Und ich hoffe, Lady Lancaster kann hin. Ich glaube, sie geht hin.
bin in der Nähe. What the fuck? Schauen. Gut, ich kriege ihn relativ schnell geheilt. Ich glaube, wir können auch einfach in den gehen. Ja, ja. Weit, also Lady Lancaster wird gerade gejagt. Das habe ich gerade so erschreckt. Ups. Oh mein Gott. Das wird doch nicht vorher. Ich hab kurz überlegt, aber nee. Ich kann diesmal nicht so schnell heilen. Ich habe ein Medkit verbraucht. Der recht weit war. Ganz gerne lieber zu dir. Ja. Den Kaster retten? Muss ich da hinten hingehen? Okay. Aber jetzt ist es. Okay. Ich weiß gar nicht, ist Fettmaster tot? Shit! Oh, ich bin gegen den Baum gerannt.
Was? Das hätte mich nicht hitten sollen. Relativ positiv, dass das mich nicht hätte hitten sollen. Oh, so gut. Oh Gott. Weißt du? Ich schaff's. Okay. Das war eine gute Sabotageaktion, Mann. Okay, ich renn zu dem Ausgang da hinten, weil der Lenker ist da. Genau. Macht gerade den Ausgang fertig. Dafür werde ich gleich mit Not gehittet. Werden sehen. Ja, da habe ich kein Beinschild. Also keinen kalten Rückenschauer, der mich warnt. Das war eine gute Runde. Also für uns, für den Geist, nicht ganz so sehr. Hey, aber er war Stufe 6. Oh, der hat schon nur 2 Perks. Der Arme. Du bist trotzdem Stufe 6. Asabo. Das war echt vom Timing eine richtig gute Sabo. Okay. Ich will gar nicht so lange hier weiter reden, weil die anderen warten dann auf mich, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier noch weiter kommentiere. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer nächsten Runde mit Headmaster vielleicht dann wieder. Bis gleich.